Neues Gespräch. Hey Mary, hast du den neuen Stundenplan gesehen? Nein, das habe ich nicht. Michael, haben Sie Änderungen vorgenommen? Ja, unser Psychologieunterricht beginnt nun um 9 Uhr statt um 10 Uhr. Das hat mir gut getan. Ich bin morgens produktiver. Ich bemerkte, ich bin eifersüchtig auf dich. Ich bin kein großer Morgenmensch. Möglicherweise müssen Sie sich an einen neuen Schlafplan gewöhnen. Vielleicht. Mir ist auch aufgefallen, dass unsere Geschichtsstunde am Mittwoch ausgefallen ist. Wirklich? Wovon? Der Professor wird an einer Konferenz teilnehmen. Interessant. Dadurch haben wir mehr Zeit zum Lernen für die nächste Prüfung. Ja, ich stimme zu. Übrigens, hast du schon angefangen, für unseren Mathe-Test zu lernen? Noch nicht. Aber ich habe vor, heute Abend anzufangen. Ich auch. Die Themen sind dieses Mal recht anspruchsvoll. Ich stimme zu. Mathematik ist nicht meine Stärke. Wenn Sie möchten, können wir auch gemeinsam lernen. Klingt nach einer tollen Idee, Michael. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Perfekt. Treffen wir uns nach unserem Englischunterricht in der Bibliothek. Klar. Bis später, Michael. Neues Gespräch. Hallo Miriam. Wie geht es dir? Hallo Michael. Nicht schlecht, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Welche Kurse belegen Sie dieses Semester? Ich belege Englisch 101 und Deutsch 203. In Ordnung und du? Ich bin in Mathematik 105 und Chemie 201. Sind Sie mit dem Unterricht zufrieden? Englisch ist großartig. Aber Geschichte ist etwas langweilig. In Ordnung und du? Mathe ist schwer, aber Chemie ist interessant. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich, nur eine kleine Studie. In Ordnung und du? Ich denke darüber nach, mit einigen meiner Freunde ins Kino zu gehen. Möchtest du uns beitreten? Danke für die Einladung. Aber ich muss eine Aufgabe erledigen. Vielleicht ein anderes Mal. Es ist okay. Vielleicht nächstes Wochenende dann. Was magen Sie tun gerne während Ihrer Freizeit? Ich liebe es, Bücher zu lesen und spazieren zu gehen. In Ordnung und du? Ich liebe es, Videospiele zu spielen und Sportveranstaltungen zu schauen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen jüngeren Bruder. Er ist in der Highschool. In Ordnung und du? Ich habe eine ältere Schwester, die als Krankenschwester arbeitet. Leben Sie gerne auf dem Campus? Praktisch, aber manchmal laut. In Ordnung und du? Ich wohne in einer Wohnung außerhalb des Campus. Leiser, aber ich muss pendeln. Was ist Ihre Branche? Ich studiere englische Literatur. In Ordnung und du? Ich studiere Ingenieurwesen. Schwierig, aber interessant. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Ich liebe To Kill a Mockingbird. In Ordnung und du? Ich bin ein Fan von The Great Gatsby. Sind Sie ins Ausland gereist? Nein, noch nicht. Ich hoffe, nach dem Abschluss reisen zu können. Waren Sie schon einmal im Ausland? Ja, ich habe eine Zeit lang in Europa studiert. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Katze namens Mustache. Magst du Tiere? Ja, ich habe einen Hund namens Buddy. Haustiere sind tolle Begleiter. Kochst du gerne? Ich bin nicht sehr gut darin, aber ich versuche es. In Ordnung und du?
Ich kann tolle Spaghetti machen. Möchten Sie einmal gemeinsam zu Abend essen? Klingt natürlich lustig. Lasst uns planen. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, es war toll. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung, und du? Ich ruhte mich zu Hause aus und schaute mir ein paar Filme an. Wie läuft das Softwareprojekt? Es geht voran. Aber wir haben einige Schwierigkeiten. Wir müssen unsere Frist einhalten. Ich verstehe, vor welchen Herausforderungen stehen wir. Uns mangelt es an Entwicklern und einige Aufgaben dauern länger als erwartet. Das gibt Anlass zur Sorge. Lassen Sie uns das morgen bei unserer Teambesprechung besprechen. Annahme. Außerdem forderte der Kunde einige Änderungen an der Benutzeroberfläche. Ich verstehe. Können Sie mir die Details zusenden, damit wir es überprüfen können? Natürlich werde ich Ihnen die aktualisierten Designdokumente per E-Mail zusenden. Danke, Maria. Wir werden sie durchgehen und sehen, was möglich ist. Es sieht aus wie ein Plan. Gibt es noch etwas, worüber Sie sprechen möchten? Eine Erinnerung an die bevorstehende Präsentation. Haben Sie Ihre Folien vorbereitet? Noch nicht. Aber ich werde es morgen Nachmittag fertig haben. Großartig. Sorgen wir dafür, dass wir gut vorbereitet sind. Haben Sie noch etwas anderes im Sinn? Nein. Ich denke, das deckt vorerst alles ab. Bis morgen. Okay. Mary, ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Wir werden uns bald unterhalten. Du auch, Michael. Auf Wiedersehen. Neues Gespräch. Hey, weißt du, wo die Schulbibliothek ist? Natürlich im zweiten Stock des Hauptgebäudes. Vielen Dank. Ich muss einige Bücher zurückgeben. Kein Problem. Bist du neu hier? Ja, ich habe dieses Semester gerade erst angefangen. Mein Name ist übrigens Sarah. Schön, dich kennenzulernen. Sarah, Alex, wenn Sie Fragen zum Campus haben, können Sie diese gerne stellen. Danke, Alex. Ich kann dieses Angebot annehmen. Ich versuche immer noch, meinen Weg zu finden. Keine Sorge, ich saß im selben Boot, als ich hierher kam. Du wirst verstehen. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? Definitiv. Gestern Abend habe ich diesen tollen Thriller, Inception, gesehen. Ah, ein Klassiker. Das Konzept von Träumen in Träumen war überwältigend. Die Wendungen und Wendungen der Handlung hielten mich auf jeden Fall in Atem. Leonardo DiCaprio war in dieser Rolle großartig, nicht wahr? Er ist ein so vielseitiger Schauspieler, dass er immer erstklassige Leistungen erbringt. Es stimmt, die Reichweite ist beeindruckend. Haben Sie seine anderen Filme wie The Revenant gesehen? Ja, er hat den Oscar definitiv verdient. Die Bärenszene war intensiv. Die Kameraführung war atemberaubend und hat die Wildnis perfekt eingefangen. Emanuel Lubezkis Arbeit ist immer faszinierend. Erinnern Sie sich an Birdman? Ah, diese One-Shot-Technik war revolutionär. Ineritus Management war meisterhaft. Ich hatte das Gefühl, dass du direkt bei den Charakteren warst und alles miterlebt hast.
Apropos Regisseure. Haben Sie in letzter Zeit Tarantino-Filme gesehen? Es war einmal in Hollywood. War ein visuelles Fest und DiCaprio und Pitt waren großartig. Tarantinos Liebe zum Kino ist in jedem Bild deutlich zu erkennen. Was ihn von anderen unterscheidet, ist sein einzigartiger Erzählstil. Annahme. Haben Sie in letzter Zeit nach ausländischen Filmen recherchiert? Parasite war ein bahnbrechender Film. Es war die perfekte Mischung aus Gesellschaftskommentar und Spannung. Bong Joon-hos Regie war einwandfrei. Dieses Ende hat mich sprachlos gemacht. Er hat jede Auszeichnung verdient, die er gewonnen hat. Die Aufführungen waren außergewöhnlich. Das koreanische Kino hat in letzter Zeit wirklich außergewöhnliche Werke hervorgebracht. Auf jeden Fall erhält es auf der globalen Bühne die Anerkennung, die es verdient. Haben Sie sich jemals mit klassischem Kino wie Hitchcocks Filmen beschäftigt? Psycho und Vertigo sind zeitlose Klassiker. Seine Fähigkeit, Spannung zu erzeugen, war unübertroffen. Hitchcock hatte eine Art Spannung zu erzeugen, die nur wenige Regisseure nachahmen konnten. Und diese ikonischen Dusch- und Dachszenen sind in die Kinogeschichte eingegangen. Kommen wir zu den Typen. Hast du einen Favoriten? Ich bin ein Fan von Science Fiction. Science Fiction ermöglicht solch kreatives Geschichtenerzählen, oder? Ein Genre, das tiefgreifende philosophische Fragen untersuchen kann. Blade Runner ist das beste Beispiel für das Konzept von künstlicher Intelligenz und Menschlichkeit. Ridley Scotts Zukunftsvision war ihrer Zeit voraus. Und Vangelis Musik war unheimlich schön und fügte so viel Tiefe hinzu. Musik spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Verbesserung des Kinoerlebnisses. Es kann eine Szene definitiv auf eine ganz neue Ebene heben. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, selbst einen Film zu machen? Ich habe etwas gearbeitet, hauptsächlich Kurzfilme mit meinen Freunden gedreht. Das ist toll. Eine großartige Möglichkeit, Kreativität auszudrücken. Ist es nicht ein schwieriger, aber lohnender Prozess? Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie Ihre Vision tatsächlich auf der Leinwand zum Leben erweckt wird. Und es gibt Ihnen eine ganz neue Wertschätzung für die Kunst des Filmemachens. Wer weiß, vielleicht sehen wir Ihren Namen eines Tages auf der großen Leinwand. Das wäre ein wahr gewordener Traum, oder? Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Waren Sie in letzter Zeit beschäftigt? Ja. Ich bin ziemlich beschäftigt bei der Arbeit. Und du? Ich hatte auch viele Treffen. Was machst du beruflich? Ich bin Manager in einem kleinen Unternehmen. In Ordnung und du? Ich bin auch Manager. Allerdings in einem größeren Unternehmen. Das klingt überzeugend. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am besten? Es macht mir Spaß, Probleme zu lösen und mit meinem Team zusammenzuarbeiten. In Ordnung und du? Ich liebe es, meinem Team zu helfen, zu wachsen und seine Ziele zu erreichen. Das ist schön zu hören. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Ich ruhe mich nur zu Hause aus. In Ordnung und du? Ich werde meine Familie besuchen. Wir haben ein kleines Treffen. Das hört sich gut an.
Zeit mit der Familie ist wichtig. Ja, genauso. Es war schön, dich zu unterhalten, Mary. Du auch, Michael. Habe ein schönes Wochenende. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Hallo, Michael. Es war toll. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung, und du? Klingt lustig. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Hast du gestern das Fußballspiel gesehen? Nein. Ich habe es verpasst. Wer gewann? Manchester United gewann 2:1. Es war ein spannendes Spiel. Gut, das zu wissen. Die Highlights schaue ich mir später noch einmal an. Ja, du solltest. Wie war die Arbeit für sie in letzter Zeit? Es war intensiv, aber produktiv. Ein neues Projekt rückt näher. Das klingt interessant. Benötigen Sie dabei Hilfe? Danke, Michael. Möglicherweise benötige ich Hilfe bei der Präsentation nächste Woche. Klar. Lassen Sie mich wissen, wann und wo. Wird machen. Ah, das ist meine Haltestelle. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Michael. Du auch, Maria. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns im Büro. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie geht es dir heute? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Kann ich dir ein Getränk kaufen? Natürlich wäre ein Glas Weißwein schön. Die perfekte Wahl. Ich werde das gleiche nehmen. Prost. Prost. Wie läuft es also bei Ihnen? Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt, aber ich komme zurecht. Ich verstehe, der Job kann manchmal hart sein. Ja, auf jeden Fall. In Ordnung, und du? Wie ist dein Job? Es läuft gut. Ich habe neue Projekte, die mich begeistern. Das ist schön zu hören. Woran arbeitest du? Ich arbeite an einer Marketingkampagne für ein neues Produkt. Hört sich interessant an. Erzähl mir etwas mehr darüber. Damit richten wir uns an eine jüngere Bevölkerungsgruppe. Das ist ein kluger Schachzug. Junge Kunden sind wichtig. Definitiv. Wie geht es deiner Familie? Irgendwelche Neuigkeiten? Mein Sohn hat letzten Monat sein Universitätsstudium abgeschlossen. Glückwunsch. Das ist ein großer Wendepunkt. Ja, wir sind sehr stolz auf ihn. Ich kann raten. Was ist die Filiale? Er spezialisierte sich auf Wirtschaft. Das ist beeindruckend. Er muss seinem Vater nachgehen. Ich möchte es glauben. Was ist mit deiner Familie? Es geht ihnen gut, danke. Meine Tochter heiratet bald. Das sind aufregende Neuigkeiten. Haben Sie mit der Planung einer Hochzeit begonnen? Ja, das haben wir. Es wird eine kleine und intime Zeremonie sein. Dies sind möglicherweise die denkwürdigsten. Ich stimme zu. Haben Sie dieses Jahr einen Urlaubsplan für Sie? Wir denken darüber nach, im Sommer nach Europa zu reisen. Europa klingt großartig. Wo konkret? Wir denken über Italien oder Frankreich nach. Beides sind großartige Entscheidungen. Das Essen wird unglaublich sein. Definitiv. Wir lieben es, neue Küchen auszuprobieren. Ich auch. Es war schön, auf dem Laufenden zu bleiben, Michael. Du auch, Mary. Lasst uns das bald noch einmal machen. Definitiv. Guten Abend. Du auch. Auf Wiedersehen. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie geht es dir heute? Hallo, Michael. Mir geht's gut, danke.
In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Lassen Sie uns das Softwareprojekt besprechen. Natürlich habe ich das Projekt-Update vorbereitet. Hier ist der Bericht. Großes Dankeschön. Lass es uns gemeinsam durchgehen. Das Projekt schreitet wie geplant voran und wir haben die Codierungsphase abgeschlossen. Das sind gute Neuigkeiten. Haben Sie die Software schon getestet? Ja, wir haben mit dem Testen begonnen. Aber es gibt ein paar Fehler, die behoben werden müssen. Wir sollten Fehlerbehebungen Priorität einräumen. Kundenzufriedenheit ist sehr wichtig. Ich stimme zu. Ich werde das Team ernennen, das sich umgehend um Sie kümmert. Danke, Maria. Stellen wir sicher, dass wir den Projekttermin einhalten. Auf jeden Fall, Michael. Wir sind auf dem Weg, pünktlich zu liefern. Großartig. Halten Sie mich auf dem Laufenden und lassen Sie uns regelmäßig Fortschrittsbesprechungen durchführen. Das werde ich, Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Neues Gespräch. Hey Mary, wann möchtest du ins Kino gehen? Vielleicht gehen wir heute Abend hin. Welchen Film würdest du gerne sehen? Ich denke darüber nach, mir eine Komödie oder einen romantischen Film anzusehen. Was denkst du? Ich liebe beides. Du hast die Wahl. Okay. Dann schauen wir uns einen romantischen Film an. Großartig. Welche Sitzung bevorzugen Sie? Glaubst du, eine Sitzung um 20 Uhr morgens wäre gut? Okay. Lass uns zur 8 Uhr Sitzung gehen. Ich besorge die Eintrittskarten. Danke, Michael. Sollen wir etwas Popcorn und Limonade holen? Natürlich nicht ohne Popcorn und Limonade im Kino. Wann sollen wir da sein? Der Film beginnt um 8 Uhr morgens. Wir müssen also mindestens 20 Minuten vorher dort sein. Ich verstehe, lasst uns einen Plan für den Abend machen. Ich warte nicht gerne, deshalb ist es besser, früh zu gehen. Du hast recht. Ich habe schon lange darauf gewartet, diesen Film zu sehen. Ich auch. Sieht so aus, als ob es heute Abend Spaß machen wird. Ja. Wird es dir heiß? Definitiv. Ich kann es kaum erwarten. Zeit mit einem guten Film und einem tollen Freund zu verbringen. Das stimmt, Michael. Vielen Dank, dass Sie mich heute Abend eingeladen haben. Gern geschehen, Mary. Gut, dass wir Freunde sind. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals die Simpsons gesehen? Definitiv. Ist das nicht eine klassische Zeichentrickserie? Eigentlich. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Es ist ein echtes kulturelles Phänomen. Ich erinnere mich, dass ich es als Kind gesehen habe. Es gibt so viele unvergessliche Charaktere. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Sie sind alle ikonisch. Und vergessen Sie nicht die Nebendarsteller. Mr. Burns, Ned Flanders, Apu. Die Liste geht weiter und weiter. Jeder Charakter bringt etwas Einzigartiges mit. Das ist wahr. Und der Humor ist satirisch, aber dennoch nachvollziehbar. Es gelingt ihm, viele Aspekte des amerikanischen Lebens zu übertreiben. Und es geht nicht nur um Humor. Er hat auch ein Herz. Die Familiendynamik und ihre Liebe zueinander sind sehr berührend. Definitiv. Es verleiht der Show mehr Tiefe und macht sie zu mehr als nur einem Witz. Die Stadt Springfield ist mit ihren Kuriositäten wie eine Figur für sich.
und kulturelle Bezüge. Sie sind sehr geschickt gestrickt. Eine Show, die alle Generationen anspricht. Unzeitgemäß. Und die Kapitel decken ein breites Themenspektrum ab. Soziale Themen, Politik, Populärkultur. Sie kümmern sich um alle. Es ist beeindruckend, wie sie es schaffen, auf dem Laufenden zu bleiben. Der Text ist scharf, die Satire ist scharf, alles ist scharf. Und die Stimme. Sie erwecken die Charaktere wunderbar zum Leben. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand anderes diese Charaktere zum Ausdruck bringt. Die Show beeinflusste auch eine ganze Generation von Komikern. Er hat definitiv seine Spuren in der Comedy-Welt hinterlassen. Ich habe gehört, dass sie sogar einige reale Ereignisse vorhersagen. Ja, es ist fast beängstigend, dass einiges davon passiert. Die Simpsons sind zu einem kulturellen Prüfstein geworden. Und das ist nicht nur in Amerika, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Es wurde in so viele Sprachen synchronisiert, dass es unglaublich ist. Der Einfluss der Show auf die Populärkultur ist unermesslich. Ich kann mir eine Welt ohne die Simpsons nicht vorstellen. Es ist Teil unseres gemeinsamen kulturellen Erbes geworden. Eine Show, die noch Generationen in Erinnerung bleiben wird. Tatsächlich, Maria, er hat die Fernsehgeschichte unauslöschlich geprägt. Und es brachte Millionen so viel Lachen und Freude. Es lebe die Simpsons. Hört, hört. Zu den Simpsons. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht's? Hallo Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es großartig. Ich bin etwas müde von der Arbeit. Ich kenne dieses Gefühl. Ich hatte auch einen langen Tag. Ja, die Arbeit kann manchmal ermüdend sein. Übrigens, haben Sie die Nachrichten über den Stau gesehen? Nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Auf der Autobahn kommt es zu einem schweren Unfall, der Verkehr sperrt sich kilometerweit. Es hört sich sehr schlimm an. Ich bin froh, dass wir im Bus sitzen und nicht in diesem Schlamassel stecken bleiben. Definitiv. Im Bus ist es viel bequemer, als im Stau zu sitzen. Wir können uns auch entspannen und müssen uns keine Gedanken über das Fahren machen. Wahr. Und es gibt uns Zeit zum Plaudern und Austauschen. Das ist wahr. Wie läuft es mit deinem neuen Job? Anspruchsvoll, aber aufregend. Ich lerne viel. Das ist schön zu hören. Ich bin stolz auf dich. Danke, Michael. Du bist immer sehr unterstützend. Dafür sind natürlich Freunde da. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie geht's? Hallo Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Ich bin auch gut. Sind Sie mit der Party zufrieden? Ja. Tolles Treffen. Hast du jemanden Interessantes kennengelernt? Noch nicht. Aber ich bin gerade erst angekommen. Ich hoffe, heute Abend neue Freunde zu finden. Das ist der Geist. Was machst du in letzter Zeit? Ich arbeite hart, versuche aber auch zu reisen, wann immer ich kann. Du? Ich war auch beruflich beschäftigt, habe aber vor kurzem ein neues Hobby angefangen. Malen. Tisch. Das ist toll. Welche Art von Kunst erschaffst du? Ich mache hauptsächlich Landschafts- und abstrakte Arbeiten. So entspannend. Ich würde gerne irgendwann einige ihrer Arbeiten sehen. Klar,
Ich zeige euch ein paar Bilder von meinem Handy. Danke. Ich freue mich darauf. Übrigens, haben Sie das Essen hier probiert? Lecker. Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass die Tacos großartig sind. Diese. Lass uns später zusammen etwas trinken. Es sieht aus wie ein Plan. Kommen Sie oft zu diesen Partys? Ab und zu. Eine schöne Möglichkeit, sich zu entspannen und Kontakte zu knüpfen. Ich stimme zu. Es ist immer interessant, neue Leute kennenzulernen. Definitiv. Kennen Sie unsere Gastgeberin Sarah? Sie ist schön. Ich habe dieses Vergnügen noch nicht erlebt, aber ich werde auf jeden Fall Hallo sagen. Sie sind ihr Eigentum. Sehr gastfreundlich. Was gefällt dir auf solchen Partys am besten? Ich liebe die Musik und die Möglichkeit, mit meinen Freunden zu tanzen. Tanzen ist nicht wirklich mein Ding, aber ich werde es versuchen. Das ist der Geist. Hab einfach Spaß. Wird machen. Also, welche Art von Musik stehst du? Ich mag von allem ein bisschen, aber ich liebe Indie-Rock und Pop. Schön. Habt ihr Lieblingsbands oder Künstler? Ich bin ein großer Fan von Arctic Monkeys und Florence plus The Machine. Tolle Auswahl. Ich mag auch ihre Musik. Wir müssen tanzen, während wir einige ihrer Lieder spielen. Zustimmen. Haben Sie bevorstehende Reisepläne? Im Moment nicht, aber ich denke darüber nach, nächstes Jahr eine Reise nach Europa zu machen. Europa ist unglaublich. Wohin willst du gehen? Italien und Frankreich stehen ganz oben auf meiner Liste. In Ordnung, und du? Ich würde gerne Japan besuchen. Die Kultur dort fasziniert mich. Japan klingt unglaublich. Ich hoffe, dass du eines Tages gehst. Danke, Maria. Was ist bisher Ihr Lieblingsreiseziel? Ich habe mich in Griechenland verliebt, als ich letzten Sommer dort war. Griechenland ist unglaublich, besonders die Inseln. Ja, Santorini war ein wahrgewordener Traum. Glück gehabt. Ich habe deine Fotos gesehen und es sieht atemberaubend aus. Das sollten Sie bei Ihrem nächsten Abenteuer berücksichtigen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Danke für den Rat. Kein Problem. Immer. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Katze namens Mustache. Er ist ziemlich frech. Katzen können so sein. Ich habe einen Hund namens Maximal. Hunde sind sehr treu und liebevoll. Diese, Max, ist für mich wie eine Familie. Das ist toll. Haustiere machen unserem Leben so viel Freude. Es ist sicherlich in Ordnung, und du? Magst du Tiere? Ja, aber ich bin eher ein Katzenmensch. Katzen haben einen einzigartigen Reiz. Hast du Geschwister? Ja. Ich habe einen Bruder und eine ältere Schwester. Du? Ich habe zwei Schwestern, beide älter als ich. Große Familientreffen sollen Spaß machen. Vor allem in den Ferien. Apropos Feiertage, haben Sie Pläne für Weihnachten? Ich werde wahrscheinlich meine Familie besuchen und Geschenke austauschen. Du? Ich werde dasselbe tun. Es ist eine besondere Zeit des Jahres. Ist es wirklich? Die Dekorationen und die festliche Stimmung sind wunderbar. Annahme. Haben Sie Feiertagstraditionen? Wir backen immer gemeinsam Kekse und schauen uns Weihnachtsfilme an. Es klingt bequem und macht Spaß. Ich mag die Idee der Tradition. Dadurch fühlen sich die Feiertage noch spezieller an.
Sind Sie schon einmal in den Ferien verreist? Ich war einmal über Silvester in New York. Es war magisch. Der Times Square muss an Silvester wunderschön gewesen sein. Es war voll, aber die Energie war Elektrizität. Ich würde es gerne eines Tages erleben. Sie sind Ihr Eigentum. Eine Erfahrung, die einer To-Do-Liste würdig ist. Ich werde das bei meinen Zukunftsplänen im Hinterkopf behalten. Danke, Maria. Gern geschehen also. Was machst du beruflich, Michael? Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Technologieunternehmens. Rasant, aber spannend. Marketing kann herausfordernd, aber lohnend sein. Eigentlich hält mich das auf Trab. Was ist mit dir? Ich bin Grafikdesigner bei einer Werbeagentur. Das sieht nach einem kreativen und dynamischen Job aus. Ich liebe es, Ideen durch Design zum Leben zu erwecken. Ich bewundere Menschen, die das können. Es erfordert Talent. Danke, Michael. Was gefällt Ihnen an Ihrem Job am besten? Ich liebe Brainstorming-Sitzungen und die Möglichkeit, innovativ zu sein. Innovation ist im heutigen wettbewerbsintensiven Markt von entscheidender Bedeutung. Definitiv. Das ist es, was uns an der Spitze hält. Haben Sie Hobbys außerhalb der Arbeit? Ich gehe gerne spazieren und fotografiere. In Ordnung, und du? Neben dem Malen liebe ich auch das Lesen von Büchern und das Spazierengehen. Wandern scheint ein gemeinsames Interesse zu sein. Irgendwann sollten wir zusammen gehen. Klingt nach einer tollen Idee, Michael. Dann ist es ein Date. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Der große Gatsby, von F. Scott Fitzgerald. In Ordnung, und du? Ich bin ein Science-Fiction-Fan, daher liebe ich Frank Herberts Dune. Das sind die Klassiker. Ich muss mir Dune mal ansehen. Eine tolle Lektüre. Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, wenn Sie dies tun. Wird machen. Sind Sie ein Morgenmensch oder eine Nachteule? Auf jeden Fall eine Nachteule. Ich mache meinen besten Job spät in der Nacht. Ich bin das Gegenteil. Der Morgen ist meine produktivste Zeit. Es ist interessant, wie unterschiedlich unser Energieniveau sein kann. Ja, genau so. Es macht die Welt vielfältig und spannend. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Was das Leben interessant macht, ist Vielfalt. Sehr richtig. Das macht solche Gespräche angenehm. Definitiv. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin Michael. Es war eine Freude, mit Ihnen zu plaudern. Ebenso, Maria. Lasst uns den Rest der Party genießen. Es sieht aus wie ein Plan. Lasst uns die Tacos holen. Tacos sind. Zeig den Weg, Mary. Folge mir in den Taco-Himmel, Michael. Ich stehe hinter dir. Ich bin bereit für etwas Geschmack. Eine Party organisieren. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es gut, danke. Hatten Sie Gelegenheit, sich das erwähnte Softwareprojekt anzusehen? Ja, habe ich. Es sieht vielversprechend aus, aber wir müssen ein paar Probleme beheben. Ich stimme zu. Was denken Sie über den Zeitplan? Ich denke, wir sollten uns zum Ziel setzen, es in 3 Monaten fertigzustellen. Das erscheint logisch. Lassen Sie uns die Ressourcen entsprechend zuweisen. Großartig.
Ich werde unseren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen. Apropos Team. Glauben Sie, dass wir zusätzliche Mitglieder brauchen? Ich glaube, dass unser Personal nicht ausreicht. Wir sollten darüber nachdenken, einen anderen Entwickler einzustellen. Okay, dann beginnen wir mit dem Rekrutierungsprozess. Wir müssen auch eine effektive Kommunikation zwischen dem Team gewährleisten. Annahme. Regelmäßige Treffen helfen dabei. Und wir müssen den Fortschritt des Projekts dokumentieren. Ja, die Dokumentation ist sehr wichtig. Wir wollen keine Missverständnisse. Definitiv. Lassen Sie uns ein Treffen mit dem Team vereinbaren, um diese Punkte zu besprechen. Es sieht aus wie ein Plan. Ich werde das Treffen für heute Nachmittag festlegen. Danke, Michael. Lassen Sie uns dieses Projekt zum Erfolg führen. Auf jeden Fall, Maria. Gemeinsam können wir tolle Ergebnisse erzielen. Neuer Vortrag. Hey, Mary. Wie läuft es mit den Kindern? Hallo, Michael. Es geht Ihnen gut. Danke der Nachfrage. Sie waren in letzter Zeit ziemlich beschäftigt mit Ihren Hausaufgaben. Gut zu hören. Wie bewältigen Sie Ihre Arbeitsbelastung? Sie geben Ihr Bestes, aber manchmal wird es zu viel. Sie jonglieren mit verschiedenen Fächern und außerschulischen Aktivitäten. Ich kann raten. Es ist wichtig, eine Balance zu finden. Finden Sie bestimmte Themen herausfordernd? Mathe scheint für Sie etwas herausfordernd zu sein. Sie wollten zusätzliche Hilfe. Ich kann dabei helfen. Ich kann ziemlich gut mit Zahlen umgehen. Lassen Sie mich wissen, wann Sie verfügbar sind, damit wir ein Studientreffen vereinbaren können. Das wäre großartig, Michael. Sie wissen es wirklich zu schätzen. Ich bin froh, dass ich geholfen habe. Wie sieht es mit anderen Fächern aus? Sind Sie in gutem Zustand? Ja, Sie schneiden im Englisch- und Naturwissenschaftsunterricht recht gut ab. Letzteres interessiert Sie sehr. Das sind gute Nachrichten. Fördern Sie dieses Interesse und es könnten sich in der Zukunft einige spannende Möglichkeiten ergeben. Ich versuche auf jeden Fall, Sie über den Lehrplan hinaus mit verschiedenen Aspekten der Naturwissenschaften vertraut zu machen. Das ist ein kluger Ansatz. Es wird Ihnen helfen, ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Ich hoffe, es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich. Ich bin mir sicher, dass es so ist. Übrigens, wie verwalten Sie Ihre Zeit? Sie werden immer besser, aber es gibt noch Raum für Verbesserungen. Wir arbeiten an einem Programm, das Ihnen helfen soll, organisiert zu bleiben. Dies ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Es wird Ihnen in Zukunft gute Dienste leisten. Das hoffe ich auch. Wie läuft das Studium Ihrer Tochter? Er ist in einem guten Zustand. Er macht seine Hausaufgaben, hat aber einige Schwierigkeiten mit der Geschichte. Vielleicht können wir eine Kleingruppensitzung mit den Kindern vereinbaren. Manchmal kann ein Perspektivwechsel sehr hilfreich sein. Es scheint eine großartige Idee zu sein. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Definitiv. Es wird auch eine schöne Möglichkeit für Sie sein, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass Sie es zu schätzen wissen. Teamarbeit kann einen großen Unterschied machen. Definitiv. Dabei geht es nicht nur um die individuelle Leistung, sondern auch darum, zu lernen, wie man zusammenarbeitet.
Du liegst absolut richtig. Das ist eine wertvolle Lebenskompetenz. Sehr richtig. Wie geht es Ihrem Sohn in Sachen Sport? Es erfordert viel Aufwand. Es kann schwierig sein, dies mit den Schularbeiten in Einklang zu bringen. Aber sie kommt zurecht. Es ist großartig. Wie engagiert er ist durch den Sport, kann er wichtige Lektionen über Disziplin und Teamarbeit lernen. Definitiv. Dies ist eine großartige Möglichkeit für ihn, sich sowohl körperlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich zu hören, dass es Ihnen gefallen hat. Was ist mit deinem Jüngsten? Die Arbeitsbelastung ist geringer. Da er noch in der Grundschule ist, aber er war ziemlich aufgeregt über seine Pflichten. Das ist toll. Für ihn ist es eine sehr wichtige Zeit, seine Liebe zum Lernen zu entwickeln. Ich stimme zu. Ich versuche, es für ihn so interessant und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Dies ist der richtige Weg. Wenn Sie diese Neugier frühzeitig wecken, können Sie eine solide Grundlage schaffen. Ich glaube schon. Es geht darum, die Liebe zum lebenslangen Lernen zu fördern. Gut gesagt, Michael. Wir tun beide das Beste für unsere Kinder und das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall, Maria. Sie haben das Glück, Eltern zu haben, die so viel in ihre Bildung und Entwicklung investieren. Ebenso bei Michael. Wir stecken alle zusammen da und unterstützen die Kinder des anderen. Das ist es, was die Seele ist. Wir bauen die Zukunft auf, indem wir eine Lektion nach der anderen lernen. Neues Gespräch. Oh, hallo Maria. Wie geht es dir? Hallo Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Ich kann raten. Was kaufen Sie heute ein? Nur etwas Essen. Ich brauche Milch und Brot. Gleicher Weg. Ich brauche auch Eier und Gemüse. Lasst uns gemeinsam ein Auto kaufen und einkaufen. Tolle Idee, Michael. Bevorzugen Sie Weißbrot oder Vollkornbrot? Ich mag Vollkorn. Gesünder. Du hast recht. Ich nehme auch Vollkorn. Brauchen Sie Obst? Ja. Bitte ein paar Äpfel und Bananen. Ich nehme Orangen und Weintrauben. Wie wäre es mit ein paar Snacks? Vielleicht eine Tüte Chips für den Filmabend. Klingt lustig. Lass uns ein paar Chips holen. Vergessen Sie nicht die Salsa-Soße. Verstanden, Mary. Salsa-Soße ist ein Muss. Michael, hast du diese neue Müsli-Marke ausprobiert? Nein. Ist es in Ordnung? Ja, es ist lecker und gesund. Dann werde ich es versuchen. Was ist mit Getränken, Michael? Ich nehme etwas Orangensaft und Wasser. Ich brauche etwas Eistee und Limonade. Vergessen wir nicht den Kaffee. Oh, richtig. Ohne kann ich den Tag nicht beginnen. Ich auch nicht, Mary. Michael, brauchst du etwas aus dem Tiefkühlbereich? Vielleicht etwas Tiefkühlpizza für ein schnelles Abendessen. Gute Wahl. Zum Nachtisch esse ich etwas Eis. Perfekt. Eis ist meine Schwäche. Ich auch. Michael. Mary, lass uns jetzt zum Tresor gehen. Ich gebe zu. Wir haben alles, was wir brauchen. Es war schön, zusammen einzukaufen, Mary. Ja, das war es, Michael. Das sollten wir öfter machen. Auf jeden Fall, Maria. Seien Sie vorsichtig. Du auch, Michael. Tschüss. Neues Gespräch. Hallo.
Ich bin Michael. Wie geht es dir heute? Hallo Michael. Ich bin Mary. Mir geht es gut, danke. Und du? Mir geht's gut, danke. Freust du dich auf die Reise? Ja, ich bin es. Ich fliege zum ersten Mal. Keine Sorge, das Fliegen ist sicher. Hast du alles eingepackt? Das denke ich auch. Ich habe meinen Reisepass und mein Ticket. Großartig. Das ist das Wichtigste. Haben Sie Handgepäck? Ja. Nur diese kleine Tasche. Was ist mit dir? Ich habe einen Rucksack und eine Handtasche. Ich fahre in Urlaub. Schön. Wo gehst du hin? Ich fahre nach Florida, um meine Familie zu besuchen. In Ordnung, und du? Ich fahre zu einer Geschäftskonferenz nach New York. Das klingt interessant. Wie lange bleiben Sie in New York? Ich werde 3 Tage dort sein. Wie ist deine Reise? Ich werde eine Woche in Florida sein. Haben Sie Pläne in New York? Ja, ich habe einige Besprechungen und möchte einige Orte sehen. Er sieht sehr beschäftigt aus. Ich habe vor, mich am Strand auszuruhen. Magst du den Strand? Ja, ich liebe den Strand. Ich hoffe, ich kann eines besuchen, wenn ich in New York bin. Sie sollten versuchen, sich hierfür etwas Zeit zu nehmen. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Marketing. In Ordnung, und du? Ich bin Lehrer. Ich unterrichte Oberstufenschüler in Englisch. Das ist toll. Ich bewundere Lehrer. Englisch ist sehr wichtig. Dankeschön. Es kann herausfordernd, aber lohnend sein. Ich kann raten. Oh, das Flugzeug startet gleich. Ja, los geht's. Genießen Sie Ihre Reise nach New York, Mary. Danke, Michael. Viel Spaß in Florida. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals Friends geschaut? Definitiv. Eine meiner Lieblingssendungen aller Zeiten. Wirklich? Das ist toll. Wer ist dein Lieblingscharakter? Es fällt mir schwer, mich zu entscheiden, aber ich glaube, dass ich mich am meisten mit Monica verbunden fühle. Interessant. Er ist ein ziemlich guter Charakter. Was magst du daran? Ich bewundere ihre Entschlossenheit und wie sie ihr Leben in die Hand nehmen. Ja, Monica ist definitiv eine Leistungsträgerin. In Ordnung, und du? Wer ist dein Favorit? Ich hätte mit Chandler gehen sollen. Sein Sinn für Humor ist genau richtig. Chandlers Intelligenz ist legendär. Er weiß immer, wie er jeden zum Lachen bringt. Definitiv. Außerdem ist ihre Dynamik mit Joey pures Comedy-Gold. Diese beiden sind das perfekte Comedy-Duo. Daran besteht kein Zweifel. Was ist mit Ross und Rachel? Haben Ihnen ihre Geschichten gefallen? Definitiv. Ihre immer wiederkehrenden Beziehungen machen süchtig. Es ist das klassische, werden sie oder werden sie nicht, Szenario. Aber es funktioniert so gut. Und lassen Sie mich gar nicht erst mit Phoebes Eigenart anfangen. Es ist eine Rebellion. Phoebe fügt der Gruppe dieses skurrile Element hinzu. Ohne ihn wäre es nicht dasselbe. Definitiv. Die Besetzung hat eine unglaubliche Chemie. Das ist einer der Gründe, warum es eine so ikonische Show ist. Definitiv. Es ist schwierig, eine Serie zu finden, die Freundschaft so perfekt darstellt. Man kann die Verbindung zwischen den Charakteren wirklich spüren. Und das New Yorker Setting verleiht dem Ganzen einen einzigartigen Charme.
Er ist wirklich wie ein zusätzlicher Charakter in der Serie. Definitiv. Die Wohnung und Central Perk werden zu einem zweiten Zuhause. Ich wollte schon immer in einem Café wie Central Perk abhängen. Wäre das nicht ein wahr gewordener Traum? Wir plaudern einfach mit Freunden beim Kaffee. Klingt nach der perfekten Art, den Nachmittag zu verbringen. Apropos. Haben Sie jemals versucht, den echten Central Perk zu finden? Ich habe nachgeschaut. Aber es ist nicht ganz dasselbe wie in der Serie, oder? Das ist wahr. Die Magie von Central Perk ist schwer zu reproduzieren. Es ist einer dieser Orte, die es nur in der Friends-Welt gibt. Und er wird immer einen besonderen Platz in den Herzen seiner Fans haben. Definitiv. Eine Show, die ein bleibendes Erbe hinterlassen hat. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Freunde werden immer ein Klassiker sein. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können, Michael. Ja, sie verwendeten eine Kombination aus Motion Capture und spezieller Hardware. Es hat sich definitiv ausgezahlt. Es sah in Ordnung aus. Auch das World Building war herausragend. Atlantis war wie eine lebendige, atmende Stadt. Das Design der Architektur war umwerfend. Und die verschiedenen Unterwasserlebewesen waren sehr kreativ. Ich liebte die Grabenkreaturen. Sie waren beängstigend, aber auch faszinierend. Auch die Geschichte war interessant. Es gab eine gute Balance zwischen Action und Charakterentwicklung. Und der Humor war offensichtlich. Aquamans Scherz mit Mera hat viel Spaß gemacht. Ihre Dynamik war großartig, oder? Ja, die Chemie zwischen ihnen war großartig. Und Mera war ein sehr starker Charakter. Er konnte sich in jeder Szene behaupten. Die gesamte Besetzung hat einen tollen Job gemacht. Willem Dafoe war als Nudis Vulko eine angenehme Überraschung. Er verstärkte die Bedeutung der Rolle. Auch Patrick Wilson als ORM war ein beeindruckender Antagonist. Selbst wenn sie nicht mit ihnen übereinstimmen, können sie ihre Beweggründe verstehen. Die Kampfszenen waren legendär. Vor allem der finale Showdown. Die Trident-Kämpfe waren intensiv. Und der Einsatz der atlantischen Technologie war sehr cool. Auch der Soundtrack war wirklich passend. Dies verstärkte die epische Atmosphäre des Films. Besonders einprägsam war die Partitur in der Grabenszene. Es gab wirklich den Ton an. Was war dein Lieblingsmoment? Ich denke an die Zeit zurück, als Aquaman zum ersten Mal das klassische Kostüm anzog. Das war ein sehr kraftvoller Moment. Er hatte das Gefühl, sein Schicksal voll und ganz angenommen zu haben. Und es war eine schöne Rückkehr zum Comic. Definitiv. Er zeigte großen Respekt vor dem Ausgangsmaterial. Insgesamt denke ich, dass Aquaman für die DCEU bahnbrechend ist. Es bewies, dass sie epische, visuell beeindruckende Filme machen konnten. Es hat mich gespannt darauf gemacht, was als nächstes im DC-Universum kommt. Gleicher Weg. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie mit den anderen Charakteren machen. Ja, es ist eine aufregende Zeit, ein Comic-Fan zu sein. Definitiv. Die Zukunft von DC sieht auf der großen Leinwand rosig aus. Wir hoffen, dass sie den Schwung beibehalten. Mit Filmen wie Aquaman,
sind Sie definitiv auf dem richtigen Weg. Neuer Vortrag. Hey Mary, hast du jemals Maradona beim Fußballspielen gesehen? Ja, ich habe Clips seiner unglaublichen Talente gesehen. Er war eine Legende. Sein Dribbling war definitiv einzigartig. Haben Sie eine Lieblingserinnerung an Maradona? Sein Hand of God Tor bei der Weltmeisterschaft 1986 war umstritten, aber ikonisch. Stimmt. Aber sein zweites Tor in diesem Spiel war großartig, nicht wahr? Ach, das Jahrhunderttor zieht sich durch die gesamte Mannschaft. Auffallend. Es ist schwer vorstellbar, dass irgendjemand dieses Maß an Können und Mut nachahmen könnte. Tatsächlich hatte Maradona einen einzigartigen Stil, der ihn von allen anderen unterschied. Sein Einfluss reichte über das Feld hinaus, oder? Er war eine kulturelle Ikone. Ja, er war viel mehr als ein Fußballspieler. Es war ein Symbol für Leidenschaft und Rebellion. Sein Einfluss auf den Sport und sein Land war tiefgreifend. Argentinien verehrte ihn. In Buenos Aires wurde sogar ein Stadion nach ihm benannt, oder? Ja, Diego Maradona Stadion. Dies ist ein Zeugnis seines Erbes. Ich habe gehört, dass er auch viele persönliche Probleme hatte. Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Sicherlich bringt Ruhm oft eigene Herausforderungen und Belastungen mit sich. Es muss für ihn schwer gewesen sein, all das Lob und die Kritik zu ertragen. Aber es blieb trotzdem überlebensgroß, oder? Die wahre Ikone seiner Zeit. Sein Charisma und seine magnetische Persönlichkeit waren unbestreitbar. Er hatte die Art, Menschen auf und neben dem Spielfeld zu fesseln. Ich erinnere mich, dass ich etwas über seine Zeit in Neapel gelesen habe. Dort wurde er fast zu einem Gott. Ja, er hat Napoli während seiner Zeit dort im Alleingang zur Größe geführt. Die Stadt verehrte ihn und er erwiderte die Liebe. Es ist erstaunlich, wie eine Person einen so tiefgreifenden Einfluss auf eine Stadt haben kann. Es war ein Symbol der Hoffnung und des Stolzes für die Menschen in Neapel. Und er nutzte seine Plattform auch, um sich für soziale Anliegen einzusetzen, oder? Ja, er äußerte sich lautstark zu Themen wie Armut und Ungleichheit. Dies ist das Zeichen eines echten Menschenfreunds, der seinen Einfluss zum Guten nutzt. Es ist bedauerlich, dass sein Leben in seinen späteren Jahren einige schwierige Wendungen nahm. Ja, Ruhm kann ein zweischneidiges Schwert sein. Es bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich. Es erinnert uns daran, dass selbst unsere Helden Menschen sind, die ihre eigenen Probleme haben. Definitiv. Es ist wichtig, sich an die Person zu erinnern, die hinter der Legende steht. Trotz seiner Schwächen ist Maradonas Einfluss auf die Fußballwelt unauslöschlich. Sein Vermächtnis wird Spieler und Fans noch über Generationen hinweg inspirieren. Tatsächlich wird seine Seele dank dieses wunderschönen Spiels, das er so sehr liebte, weiterleben. Neues Gespräch. Hallo, mein Name ist Ahmed. Wie heißt du? Hallo Ahmed, mein Name ist Elif. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der zweiten Klasse. Bist du auch in der zweiten Klasse? Ja, ich bin auch in der zweiten Klasse. Welche Lektion gefällt dir am besten? Ich liebe Mathe.
Welche Lektion gefällt dir am besten? Ich liebe Türkisch sehr. Ich liebe, Bücher zu lesen. Ich lese auch gerne Bücher. Wir können gemeinsam lesen. Tolle Idee. Ahmet, wir haben viel Spaß beim Lesen. Ja, es wird passieren. Wie auch immer, wir sehen uns morgen in der Schule. Wir sehen uns morgen in der Schule. Ahmet, einen schönen Tag noch. Neues Gespräch. Hallo Meryem, wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. In Ordnung und du? Bist du heute Morgen zum Unterricht gegangen? Ja, habe ich. Es war wie immer langweilig. Hey Michael, möchtest du gerne zusammen zu Mittag essen? Klar. Wohin willst du gehen? Ich habe heute Abend viele Hausaufgaben zu erledigen. Lasst uns gemeinsam in der Bibliothek lernen. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Vielleicht schauen wir uns einen Film an. Ich denke darüber nach, einem Club auf dem Campus beizutreten. Das klingt nach einer tollen Idee. Haben Sie unseren neuen Lehrer noch nicht kennengelernt? Nein, noch nicht. Ist er nett? Ich muss nach dem Unterricht etwas zu essen besorgen. Kann ich mit dir kommen? Ich brauche auch ein paar Dinge. Haben Sie das neue Café in der Innenstadt gesehen? Ja, ich habe gehört, dass es wirklich gut ist. Schauen wir es uns an. Was ist dein Beruf, Mary? Ich bin auf Psychologie spezialisiert. In Ordnung und du? Ich habe Probleme im Matheunterricht. Machen Sie sich keine Sorgen, ich kann Ihnen beim Lernen für die nächste Prüfung helfen. Leben Sie gerne auf dem Campus? Ja, es ist praktisch, aber die Schlafsäle sind klein. Ich fahre über die Feiertage nach Hause. Das hört sich gut an. Ich bleibe auf dem Campus. Lass uns morgen zusammen ins Fitnessstudio gehen. Natürlich muss ich anfangen, mehr zu arbeiten. Waren Sie schon einmal im Kunstmuseum im Stadtzentrum? Noch nicht, aber ich würde gerne irgendwann hingehen. Neues Gespräch. Guten Morgen Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Was kann ich Ihnen heute mitbringen? Ich hätte gerne einen Cappuccino und ein Schokoladencroissant, bitte. Selbstverständlich gibt es einen Cappuccino und ein Schokocroissant. Willst du diesen Ort oder gehst du? Ich nehme es bitte hierher. Ich möchte die entspannte Atmosphäre genießen. Natürlich, setzen Sie sich bitte. Ihre Bestellung ist im Handumdrehen fertig. Michael bereitet Cappuccino und Croissant zu. Übrigens, Michael, hast du das neue Gebäck hier schon probiert? Noch nicht. Mary, geht es Ihnen gut? Ja, ich habe gestern das dänische Mandelgericht probiert und es war köstlich. Klingt verlockend. Ich muss es das nächste Mal versuchen. Hier ist der Cappuccino und das Schokoladencroissant, Mary. Danke, Michael. Sieht großartig aus. Gern geschehen. Viel Spaß. Michael, hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Ich denke darüber nach, am Samstag spazieren zu gehen und am Sonntag vielleicht einen Film anzusehen. In Ordnung und du? Ich habe vor, am Samstag den Bauernmarkt zu besuchen und am Sonntag ein paar Bücher zu lesen. Das hört sich gut an. Vor uns liegen beide erholsame Wochenenden. Definitiv. Michael, kann ich bitte das Konto haben? Natürlich. Hier ist es.
Ihr Gesamtbetrag beträgt $8.50. Hier ist ein 10-Dollar-Schein. Heben Sie sich die Spitze als Tipp auf. Vielen Dank, Maria. Ich schätze es. Einen schönen Tag noch. Du auch, Michael. Tschüss. Auf Wiedersehen, Maria. Einen schönen Tag noch.